Jesus erklärt, der Tod von Amerika, geistig und physisch, und seine Auferstehung. Rema vom 8. April 2022. Originalbotschaft vom 9. April 2015. Gesprochen von Jackie. Ich kam heute Abend sehr spät ins Gebet und nach circa 20 Minuten mit dem Herrn in Anbetung sah ich uns in schwarz. Ich trug ein schwarzes Witwenkleid und Jesus trug ein schwarzes Witwergewand. Jesus begann. Der Tod von Amerika, geistig und physisch. Du weißt genau, was an der Oberfläche gespielt wird. Säbelrassen, Übungen in der Nähe des Nordpols. All das ist nur Show. Der Mann, den die Menschen ihren Präsidenten nennen, Obama, der Mann der List und Intrige, der sein Amt durch Betrug erlangt hat, spielt den Massen nur etwas vor, damit es authentisch aussieht, wenn die Zerstörung kommt. Aber in Wirklichkeit ist es nichts weiter als eine oberflächliche Show, um die Zerstörung aller Staatshoheiten herbeizuführen, damit nur noch eine einzige die Welt beherrschen kann. Er hat einen herausragenden Job geleistet, um dich, Amerika, zu zerstören. Und ich habe es zugelassen, weil ihr die Hure gespielt und mit jedem Vorbeikommenden geschlafen habt, während ich, euer Ehemann, daneben stand, als jeder seine Runde in unserem Bett drehte. Und jetzt, was soll ich sagen? Die 10 Hörner, welche du gesehen hast und das Tier, sie werden die Hure hassen und sie werden sie verwüsten und nackt ausziehen und sie werden ihr Fleisch verzehren und sie mit Feuer verbrennen. Denn ich habe es in ihre Herzen gelegt, damit sie meine Absicht ausführen, indem sie ein gemeinsames Ziel haben und ihr Königreich dem Tier übergeben. Bis meine Worte erfüllt sind. Ja, dies ist, was ich sage. Nichtsdestotrotz bin ich immer noch bei euch, genauso wie Hosea auf Gomer wartete, bis sie ihre Hurerei beendete und ihre geheimen Liebhaber satt hatte. Ja, so ist es, Amerika. Ich bin immer noch da. Und wenn ihr mich mit eurem ganzen Herzen sucht, werdet ihr mich auch finden. Bereit, euch mit mir zu versöhnen, sagt der Herr, euer Gott. Deshalb wendet euch in der Hitze eurer Bedrängnisse und Verletzungen an mich und ich werde euch trösten. Ich werde eure Verbrennungen reinigen und medizinisch behandeln. Ich werde euch in saubere Wäsche kleiden und euch richtig führen und die zerstörten Heimstätten wiederherstellen für euch. Ja, ihr werdet euch erholen und ihr werdet mir wieder treu sein. Ich spreche nicht zu den abscheulichen Anbetern von Baal, für welche eure Hauptstadt erbaut wurde. Nein, ich spreche nicht zu euch, denn ihr werdet völlig zerstört werden. Ja, in eurem unterirdischen Land, wo ihr euch in euren Särgen so sicher fühlt. Euch beachte ich nicht mehr, denn ihr werdet mir nicht mehr im Weg stehen. Ich spreche zu den Herzen von Amerika, die weiter an der Vision festhalten, die ich inspiriert habe. Jene, die abgelehnt haben, mit Ausländern zu schlafen. Jene, die die Gierigen nicht überwältigen konnten, welche dominiert und geherrscht haben über die oberflächlichen und leichtgläubigen Menschen, die nur für ihre Bequemlichkeiten gelebt haben. Ich bin mit euch. Schreitet mutig voran, ich selbst werde mit euch sein und am Ende wird das, was für euch geplant wurde, scheitern und ihr werdet euch aus der Asche erheben, um der Welt beizustehen. Und ihr werdet eins sein mit meinem Königreich, während es kommt, um alle Menschen, von dem Unterdrücker
zu befreien. Mein Friede sei mit euch, ihr Söhne und Töchter von Amerika, die an der Vision der Gerechtigkeit festhalten. Lähmende Schläge werdet ihr empfangen, aber ich werde wiederherstellen und noch einmal meine Freude an euch finden, während euer Land zu mir zurückkehrt. Eine Nation unter Gott, der mit euch leidet, der Gott, der euch liebt und eurem Land große Schönheit schenkte, und der Gott, der euch gewiss wiederherstellen wird. Haltet euch an diesen Worten fest, denn sie sind treu und wahr.